بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Es gab jemand, der hieß Abu Jahl. Dieser Abu Jahl ist ein Götzendiener, der immer hinter dem Prophet hergelaufen. Und immer wenn der Prophet ﷺ mit Menschen über den Islam geredet hat, kam dieser Abu Jahl und sagte, hört auf ihn nicht zu, der lügt. Und leider finden wir in jeder Nation Abu Jahl. Ein Sprecher von einer großen Organisation hier in Deutschland schreibt in einer Zeitung, dass wir die Juden und die Christen nicht zum Islam einladen brauchen, weil sie gläubig sind. Woher er diese Informationen hat, das wissen wir nicht. Seit wann sind die Christen und die Juden im islamischen Sinne gläubig? Jetzt, Alhamdulillah, wir haben einen Maßstab. Unser Maßstab ist der Koran. Jetzt gucken wir, schauen wir mal, was Allah im Koran sagt. Sura 5, Al-Ma'idah, Vers Nummer 17. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, dass Allah der Messias, der Sohn der Maria ist. Was sagen die Christen? Die meisten Christen sagen, Jesus ist Gott. Dann nehmen wir eine andere Sura. Sura Nummer 5, Vers 73. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهِ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist einer von drei. Das ist die Trinität. Und daran glauben alle Christen. Jetzt. Sura Nummer 4, Vers 47. Der Befehl Allahs für die Christen und die Juden, um den Koran zu folgen, den Islam zu folgen, ist ganz klar und deutlich im Koran zu finden. Ja, ayyuha alladhina utul kitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natmis wujuhan fanarudduha ala adbariha. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. O ihr denen die Schrift gegeben wurde, also Christen und Juden, glaubt an das, an den Koran, was wir herabgesandt haben und welches das bestätigt, was euch schon vorliegt. Also der Koran bestätigt die Tora im originalen Form. Und bestätigt das Evangelium in originalen Form, was Allah auf Isa, auf Jesus herabgesandt hat, was nicht mehr jetzt in originalen Form existiert. Bevor wir manche Gesichter vernichten, also der Befehl Allahs im Koran für die Christen und für die Juden ist klar. Glaubt an den Koran, bevor ich euer Gesichter vernichte. Wenn das kein Befehl ist, dass sie den Koran folgen, dass sie den Islam folgen. Der Prophet Muhammad ﷺ hat gesagt, niemand von dieser Umma, sei es Jude oder Christ, der von mir hört und stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich entsandt worden bin, außer dass er unter den Höllenbewohner wird. Das heißt, wenn ein Christ oder ein Jude vom Islam hört und seine Religion nicht in dem bestätigt, womit der Prophet Muhammad ﷺ entsandt worden ist, das heißt nicht an den Koran glaubt und nicht Muslim wird, der wird unter den Höllenbewohner bleiben. Und das ist für immer und ewig. Man muss nur sagen, fürchte Allah, fürchte Allah
Oder willst du Millionen von Menschen in die Irre führen, genauso wie Abu Jahl? Möge Allah dich recht leiten. Und möge Allah die gesamten Menschen, die hier in Deutschland leben, zum Islam recht leiten, damit sie von der ewigen Bestrafung in der Hölle gerettet werden. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist, die Menschen von der Hölle zu retten. Der Prophet Muhammad ist von Mekka nach Taif zu Fuß gelaufen, um die Menschen von der Hölle zu retten. Und du lebst hier unter diesen Menschen, die dich herzlich empfangen haben. Du darfst sie nicht belügen, du darfst sie nicht betrügen. Wenn du keine Ahnung vom Islam hast, lies den Koran bitte. Lies den Koran, bevor Allah dich am jüngsten Tag bestrafen wird. Möge Allah dich recht leiten, Bruder.